Es wird sich einiges ändern. Also eines der wichtigsten Sachen, die sich ändern werden, ist, der Name wird sich ändern. Also wir heißen jetzt dann nicht mehr medizinisch-technische Radiologie Assistent. Dieses Assistent ist Gott sei Dank endlich mal verschwunden, weil wir nicht die Assistenten von irgendjemandem sind, sondern wir dürfen selbstständig arbeiten. Und die neue Berufsbezeichnung lautet jetzt dann medizinische Technologin oder Technologe für Radiologie. Also das finde ich ganz wichtig und das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass für den Beruf eine Wertschätzung stattfindet und auch im Namen sozusagen die hohe Qualifikation der MTAAs abgebildet wird. Was ich auch ganz wichtig finde, ist die Ausbildung an sich. Also es gibt sozusagen in Zukunft an keiner Schule mehr Schulgeld und es gibt eine Ausbildungsvergütung. Da ist momentan noch ein bisschen die Problematik, dass es nicht flächendeckend an allen Ausbildungseinrichtungen klappt mit der Ausbildungsvergütung, weil es gibt staatliche Träger und private Träger. Und bei privaten Trägern ist es häufig so, dass da die Rückerstattung, diese Ausbildungsvergütung nicht unbedingt funktioniert. Aber ich glaube, das wird sich noch geben. Was noch gut ist, was ich finde, ist, dass eine Teilzeitausbildung möglich ist. Und dass Mindestanforderungen für die Schulen und Ausbildungsziele definiert werden. Weil vorher war es so, dass im Prinzip jeder, der gesagt hat, ja, ich mache jetzt eine MTA-Schule, das relativ einfach machen konnte. Und jetzt gibt es halt dann Mindestanforderungen an die Schulen, wo sozusagen wirklich qualifiziertes Personal vorgehalten werden muss. Und das ist jetzt dann gesetzlich geregelt. Da muss ich, glaube ich, unterscheiden zwischen, wie zufrieden bin ich persönlich damit und wie zufrieden kann man sein, so allgemein. Also allgemein muss man tatsächlich sagen, man kann schon mal zufrieden sein, dass das Gesetz in Angriff genommen worden ist und endlich auch mal beschlossen worden ist. Ich persönlich bin da, wie soll ich das formulieren, eher mittelzufrieden, weil eine wichtige Forderung, die wir ja hatten, also nicht nur wir als VMTB, sondern die anderen Berufsverbände auch, dass es eine Modellklausel gibt, dass sozusagen das als Studium auch genutzt werden kann oder hier man als MTA auch studieren kann. Und das ist leider Gottes nicht mit aufgenommen worden. Also es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, die hätten wir gerne noch gehabt. Also es gibt genügend Stellungnahmen sowohl von der VMTB als auch vom DVTA, dem Dachverband, als auch von den Fachverbänden AGMTM und VMTAO. Das haben wir immer in Gemeinschaftsarbeit erledigt, was wir denn alles gerne noch in dem Gesetz mit drin hätten. Aber von den Forderungen sind ganz wenig Sachen, haben da Einfluss gefunden in dieses Gesetz. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das doch im Vorfeld ziemlich viel Arbeit war. Und diese Arbeit haben wir im Prinzip zwar jetzt gemacht, aber dass es nicht übernommen worden ist, finde ich persönlich recht schade. Deswegen bin ich persönlich nicht ganz so zufrieden, eher mittelzufrieden. Die Hoffnung stirbt grundsätzlich zuletzt. Ich persönlich bin ja eher ein positiv gestimmter Mensch und ein optimistischer Mensch und arbeite mal eher lösungsorientiert. Und allein dieses Reformgesetz wird es nicht rausreißen, dass mehr junge Menschen sich dafür entscheiden. Es ändert nichts daran, dass wir ständig und vermehrt die Werbetrommel rühren müssen und unseren Beruf einfach bekannt machen müssen. Und zwar nicht nur so innerhalb von irgendwelchen Fachverbänden auf Kongressen, weil da sind ja schon MTAAs da. Und klar, die Mundpropaganda ist was ein ganz wichtiges Modul bei so Werbeaktionen ist. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, verstärkt in den sozialen Medien da regelmäßig und verstärkt an die jungen Leute ranzugehen und denen den Beruf schmackhaft zu machen. Und ich kann nur jeden, der in einer Klinik arbeitet und irgendwie Zeit hat und Interesse hat,
sagen, macht einen Tag der offenen Tür, ladet einfach mal Leute ein. Also wir jetzt in Regensburg, wir machen das immer in Kooperation mit so zwei, drei Kliniken, wo wir uns zusammentun und sagen, ein Jahr macht diese Klinik den Tag der offenen Tür, den anderen diese, dann kann man sich auch die Kosten für so Zeitungswerbung teilen. Also wir haben ja im Röntgenmonat November immer so einen Schau rein, was für dich drinsteckt. Das sind, wer es kennt, diese gelben Schildchen mit dem Apfel und dem Finger. Sowas, da kriegen sie auch Unterstützung von der VMTB, von der DRG und von dem DVTA. Und das finde ich immer eine super Sache. Da sind auch gleich Werbeflyer mit dabei. Da kann man sich die Materialien alle bestellen, einen Werkzeugkasten dazu. Die helfen einem auch bei so Pressemeldungen. Also die Werbung ist tatsächlich eins der wichtigsten Sachen und die dürfen wir jetzt nicht aus dem Auge verlieren und uns zurücklehnen und sagen, das Gesetz ist jetzt verabschiedet und jetzt wird es besser, sondern da müssen wir tatsächlich dranbleiben und auch verstärkt dranbleiben, wie ich finde. Ich finde, MTA ist der beste Job der Welt. Er ist abwechslungsreich, er fordert einen. Er ist sowohl technisch als auch patientenorientiert und es wird nie langweilig.